Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Was hat Ellie eigentlich nochmal zu sagen? Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Nein. Aber naja, wir können hier erstmal eine Skulptula holen. Und ein Herzchen. Nice. Mein Sound ist ein bisschen laut, Moment. So. Okay. Außerdem. Bin ich hier auch irgendwie. Da komme ich gar nicht hoch. Wow. Okay, wir haben ja aber nachts noch ein paar mehr Skulltulas. Wie gesagt, erstmal können wir da oben hoch. Okay. War hier drin auch was? Nee, ne? Nee. Okay. Wir können uns hier Zeit lassen. Nacht. Oder die Zeit verläuft hier nicht. So. Erstmal ist dort noch eine Skulptura oben. Zack. Und ich glaube, zwei Skulpturas haben wir hier noch. Bin ich der Meinung zumindest. Zwei Skulpturas. Ich kann mich auch irren, aber ich glaube, es sind zwei. So, dann erstmal machen wir es mal wieder so. Schön. Waren hier eigentlich noch Skulpturas? Ich habe keine Ahnung. Ich guck einfach mal. Zack. Hier ist, glaube ich, keine mehr. Gucken wir mal nach hier hinten. Und dann können wir auch gleichzeitig mal das... Ist hier oben das Huhn nachts? Ich weiß es gar nicht. Shit. Mal gucken. Nein, es ist nachts nicht hier. Okay. Wir könnten uns nämlich, glaube ich, von hier oben aus noch ein Herzteil holen. Wenn wir mit dem Huhn von hier hinten runterspringen und dann dort hinten landen. Da bei dem Eingang. Aber ja, das können wir jetzt, wie es aussieht, nicht machen. Denn die Hühner sind nicht da. Ups, da seht ihr schon, habt ihr, glaube ich, vielleicht schon die Skulptura gesehen, die nächste. Und zwar ist sie hier. Zack. Oh Gott, oh Gott. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Einmal einen Schritt nach hier gehen. Okay, nice. Okay. Chrome hat gecrashed. Okay. Ist es halt so? Ich weiß gar nicht. Können wir jetzt von hier aus... Ja, wenn wir von hier aus hier rüberspringen... Nein. Okay. Bringt uns das eigentlich was? Ich glaube nicht. Wir können auch dann von da oben aus mit dem Huhn rüberfliegen, glaube ich. Aber egal, da seht ihr noch eine Skulptura. Hier. Wie viel haben wir dann eigentlich gleich? Wie viel haben wir gleich? Wenn wir die einsammeln, haben wir... 11. Können wir bei 10 schon das erste Upgrade holen? Ich weiß es gar nicht genau. Gucken wir gleich. Können wir ja gleich alles nachgucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier rein. Hier ist doch Impa, oder nicht? Hier drin ist doch Impa. Bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, hier ist Impa. Okay, nein, hier ist irgendwer anders. Ärgere die Hühner bitte nicht. Okay, mach ich nicht. Oh, wir können hier hoch, okay. Was war denn hier oben? Ach so, stimmt, das ist das Haus. Oh nein, hier ist nicht Impa, okay. Wer bist du denn? Ja, macht nicht dir Spaß, fremde Leute so später, zu so später Stunde noch zu belästigen. Ja, hast du gar keine Erziehung genossen. Na egal. Ja. Die Frau kümmert sich um die Hühner, regiert aber allergisch auf Federn. Ja. Na egal. Okay. Ja, da seht ihr das Herzteil. Da kommen wir halt durch, da kommen wir halt hin, wenn wir... Ja, da oben landen, bei dem Eingang über den Hühnerstall. Und wir gehen jetzt erstmal auf den Friedhof. Nein, wir gehen erstmal hier rein. Denn hier ist das Haus der Skulpturas. Und die ganzen Leute hier drauf sind halt mit einem Fluch belegt. Ja, wir haben den ersten schon befreit. Nice. Hallo. Ah, der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Und wir können jetzt mehr Geld haben. Mehr Rubine. Wir können jetzt bis zu 200, glaube ich, haben. Ja, 200 Rubine können wir jetzt tragen. Sehr geil. Ja, und er hier ist der Letzte. Er ist die 100. Skulptura. Von ihm kriegen wir, glaube ich, immer, wenn wir reinkommen, 200 Rubine.
Das heißt, wir können uns hier halt unendlich Geld farmen. Aber es gibt auch noch andere Wege, um unendlich Geld zu bekommen. Und ich glaube, das Maximum an Rubin ist hier sogar 500, nicht 999. Bin ich der Meinung. Ich kann mich aber auch irren. Aber naja. Und ab 50 Skulpturas kriegen wir halt da drin ein Herzteil von einem Verfluchten. Ist hier was gegen? Ist hier was drin? Nein, okay. Gut, wir gehen jetzt hier auf den Friedhof. Denn hier können wir auch noch ein bisschen was erledigen. Ich glaube, ein neues Lied lernen, oder? Weiß gar nicht genau. Aber erstmal an Boris. Bei Boris gruseliger Grabgruseltour, glaube ich, heißt sie. Teilnehmen. Obwohl können wir... mache ich das offscreen lieber? Also, ich glaube, ich mache das lieber offscreen. Können wir hier eigentlich rein? Nee, ne? Doch, können wir. Oh, cool. Hallo. Ist Tokengräber Star Wars lesen? Ja. Ich habe beim Graben einen Schatz gefunden. Der wird lange kurz und macht Kling. Den behalte ich. Okay, cool. Er hat einen Schatz gefunden. Okay, und zwar, irgendein Grab mussten wir hier beiseite ziehen. Erstmal konnten wir hier irgendwas machen, genau, hier konnten wir hier die Ocarina spielen? Ja. Ja, hier konnten wir die Ocarina spielen, zack. Das Lied? Ich habe keine Ahnung. Ja, tut mir leid für das Husten manchmal, ey. Ja, das Lied. Okay, cool. Dann können wir jetzt in das Grab rein. Und ich glaube, da bekommen wir ein neues Lied. Bin ich der Meinung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aua. Okay, gut, wir können jetzt rein. Oder konnten wir das erst später machen? Oh, ich weiß es gar nicht mehr, ey. Ich mache es einfach jetzt. Oh, hier vergeht die Zeit wieder, oder wie? Oder ist jetzt einfach nur ein bisschen heller geworden? Ich habe keine Ahnung, ich glaube eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob auf dem Friedhof die Zeit vergeht. Ich glaube, das können wir noch gar nicht machen, oder? Das können wir hier machen. Okay, erstmal die ganzen Fledermäuse besiegen. So, aber hier war doch noch eine, oder? Da oben ist noch eine. Da oben ist noch eine Fledermaus. Komm mal runter. Oh, Leute! Okay. Ich höre hier noch irgendwo eine, oder? Nee. Hier können wir irgendwas machen, ich weiß nur nicht was. Okay, aber hier oben müssen wir halt Feuer machen. Das können wir halt jetzt noch nicht machen, weil wir nichts haben zum Anzünden. Oder habe ich echt einen Gegner übersehen? Ja, hab ich, da. Hab's doch gehört, ey. Bam. Okay, kommt jetzt? Ja, okay. Ah, dann erscheint da eine Schatztruhe, wenn wir Feuer gemacht haben. Alles klar, okay. Gut, 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 gut. Ich wusste doch, man könnte schon weiter, Mensch. Oh, und jetzt kommt diese ekligen Gegner. Da, diese Viecher. Einfach dran vorbeilaufen. Ich weiß gar nicht, bringt das was, wenn man die besiegt? Nee, ne? Ich glaube, das bringt nichts. Deswegen lassen wir die erstmal in Ruhe. Und gehen weiter. Was bekamen wir hier eigentlich nochmal? Ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Okay, untersuchen wir es einfach mal. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut.
ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Ja, eigentlich schon. Und jetzt lernen wir ein neues Lied, genau. Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Genau, die Hymne der Sonne lernen wir jetzt. Genau, jetzt können wir mal zwischen Tag und Nacht switchen. Das ist ziemlich cool. Zack, und es ist wieder Tag. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Mit dieser Hymne der Sonne können wir jetzt übrigens auch uns noch ein Herzteil holen. Wenn das als Kind war. Ich glaube, es war als Kind. Und wir können diese komischen Gestalten hier besiegen. Mit der Hymne der Sonne lösen die sich nämlich instant auf, soweit ich das weiß. Ups. So. Achso, nein, sie sind einfach nur versteinert, okay. Nein! Okay, wir lassen sie in Ruhe. Wir ignorieren sie. So, hier können wir jetzt erstmal, glaube ich, nichts machen. Aber ich glaube, hier ist auch... Ah, da ist hier was? Warte mal. Wenn wir jetzt hier die Hymne der Sonne spielen. Erscheint hier was? Also es kam gerade das Geräusch, ja? Ja, okay, cool. Ah, eine Fee. Nee, warte mal, was ist das? Hä? Was sollten wir erschaffen? Was war das? Sollten wir... Warte mal, egal. Wir gehen hier wieder raus. Wir gehen hier wieder raus. Wir haben die Hymne der Sonne erlernt. Alles gut. Jetzt ist hier Tag. Und welches Grab war das? Ich glaube das hier. Ach wie, können wir das nur nachts machen? Mach ja wieder Nacht. Bei Nacht können wir das, glaube ich, wegziehen, weil der kleine Junge dann nicht da ist. Wir mussten nämlich hier irgendein Grab wegziehen, dann konnten wir da rein. Wissen wir nicht mehr, welches Grab das war. Okay, das war's nicht. Okay. Komm, erscheinen wieder. Und wir hören hier schon wieder eine weitere Skulptura. Irrlicht. Starre es lang genug mit Z an, dann wird es wohl verschwinden. Okay, wir wollen es aber besiegen. Oder? Ach komm, wir ignorieren es, glaube ich. Anstarren. Ich glaube, es braucht nur noch einen Hit. Komm. Ja. Hallo. Was ist dein Irrlicht? Ja. Wir brauchen diese Irrlichter übrigens später noch. Aber erst als Erwachsener, das ist das Problem. War es denn das Grab? Ja, okay, dann war es das Grab. Hier kommen wir rein. Den da können wir jetzt eigentlich ignorieren. Ne, können wir nicht. Wir müssen ihn besiegen. Okay, ich will ihn besiegen. Oh Gott. Okay, wir haben ihn. Hoi, 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 hoi. Löst er sich nicht auf? Okay, jetzt müssen wir... Was? Ey! So, hier die Hymne der Sonne spielen. Und dann erscheint hier eigentlich eine Schatztruhe, glaube ich.
Ja, genau. Und hier drin ist ein Herzteil, Leute. Hier drin ist ein Herzteil. Boah, dieser Part ist schon wieder... geil. Wir schaffen fast viel. Na gut, wir haben die Hymne der Sonne bekommen. Wir haben ein paar Skulltulas gesammelt. Wir bekommen ein Herzteil. Gleich noch das Hylia-Schild werde ich mir holen. Dann ist der Part, denke ich mal, vorbei. Wir haben gerade einen neuen Herzcontainer geholt. Geil. Dann, ja, dürfte der Part vorbei sein. Und dann kann ich mir, dadurch, dass der Part vorbei ist, noch schnell ein anderes Herzteil holen. So, und das hier hat auch ein Loch. Hier drin dürfte jetzt eigentlich, genau, eine Schatztruhe mit dem Hylia-Schild sein, genau. Sehr geil, jetzt haben wir ein Hylia-Schild. Zack. Besseres Schild. Wir sind so klein. So klein für dieses Schild, zu klein für dieses Schild. Oh yeah. So, wo ist denn Boris jetzt eigentlich? Noch nicht hier. Wieso ist er noch nicht da? Es ist jetzt 0 Uhr. Die Grabgruseltour ist vorüber. Wo ist der Totengräber? Oh! Oh. Oh. Ja, okay, Leute. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch ganz schnell ein Herzteil. Und zwar, indem wir gleich wieder Tag machen. Hier, Tag machen schnell. Und dann einmal mit dem Hühnchen, was wir haben, rüberfliegen. Und ja. Ja, das dürfte eigentlich passen. Machen wir das ganz schnell. Ich bin gerade überlegen, können wir noch was machen hier in Kakariko? Irgendwas Wichtiges holen? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Zumindest noch nicht. So ein Herzteil gab es hier jetzt nicht mehr. Außer halt das von den Skulltulas. Auf dem Friedhof gibt es noch ein Herzteil. Halt das von der Grabgruseltour. Noch ein Herzteil durch das... Okay, durch... Ja, später als Erwachsener und noch ein Herzteil später durch Erwachsener. Oder als Erwachsener. Und das war's dann eigentlich. Mann. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dann haben wir in Kakariko und auf dem Friedhof fast als Kind alles erledigt. Außer das Herzteil, was wir jetzt noch holen. Grabgruseltour. Ja, das war's. Ja, das war's eigentlich. Nice. So, Hühnchen. Ich hoffe, das funktioniert so. Ansonsten hole ich das später halt erst als Erwachsener. Ist ja auch egal. Aber ich bin der Meinung, das dürfte so gehen. Wenn wir jetzt von hier aus einfach rüberfliegen. Nein, es geht nicht so. Shit. Wie war denn das? Ach Mann. Ich hab doch schon deine Hühner geholt. Mussten wir sonst... Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Verdammt. Verdammt. Ich bin der Meinung, irgendwie, wir konnten auch hier rauf irgendwie. Wenn ich jetzt das Huhn dort rauf werfe. Hochgeh. Kann ich das Huhn nicht nochmal nehmen? Nee. Och Mann. Ja, hier konnte ich ja auch nicht, ne? Nee. Das funktioniert ja auch nicht so. Wie ich das möchte. Was passiert, wenn ich mit dem rede? Nee, okay. Der kickt uns einfach runter. Ich hatte das uns überlegt, von hier aus halt darüber zu jumpen, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst als Kind krieg. Keine Ahnung. Ich hab das damals auch immer so gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie genau. Egal, gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich beende hier das Video, den Part. Und wir sehen uns im nächsten Part auf dem Friedhof wieder, wenn ich das Herzteil ausgegraben habe. Wir müssen nämlich mit Boris, ich kann euch das kurz erklären, nachts, wenn Boris hier so lang läuft, können wir nämlich
ihn ansprechen und dann auf so einer, hier auf so einem Fleck. Und dann, ja, gräbt er da für 10 Rubine. Und dann gräbt er an irgendeinem Fleck zufälligerweise ein Herzteil aus. Das will ich holen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Autsch. Rein.